Ich würde mich jetzt auch nicht als Adrenalin-Junkie beschreiben. Ich mache es jetzt nicht nur, weil ich mir denke, ich brauche voll den Kick beim Treadklettern, sondern weil es halt einfach generell Spaß macht. Und es ist halt ein bisschen Risiko dabei, aber das ist mir auch bewusst und das ist auch alles kalkuliert, würde ich sagen. Also in Tirol gibt es relativ wenige Risskletterreien, vor allem so in die tieferen Lagen. Und deswegen haben wir uns dort ein bisschen umgeschaut, was es rund um Innsbruck gibt und sind dann eben auf die Risstrilogie von Markus Heidt gestoßen. Und der hat sich dann relativ schnell auskristallisiert, dass das eigentlich die coolsten Linien sind rund um Innsbruck und wir da können unsere Leidenschaft ein bisschen ausleben. Ich glaube, die Komfortzone verlässt man halt immer ein bisschen bei solchen Sachen, weil es halt immer was Neues ist und immer mit viel Aufwand verbunden und auch ein bisschen Mühsal einfach. Die lohnendsten Experiences sind halt die, wo man einmal sich überwinden musste, um was zu machen und dann das schafft. Wir haben uns eigentlich als erstes die Minsky Moment umgeschaut. Es ist halt so ein geiles Setting dort, irgendwie in diesem Wald. Es ist nur die Linie, es ist niemand sonst dort. Also du gehst echt nur für diese Tour dorthin. Ich finde es spannend, selber was zu legen, weil es einfach den Prozess von der Route irgendwie vergrößert. Ja, ich finde es irgendwie schon cool, wenn man unten loslegt und man hat gleich seine Friends am Gurt und man weiß, jetzt bis zum Top hat man jetzt mal keine Absicherung mehr, wo man irgendwie wieder sicher ist und bis dahin ist man eigentlich komplett auf sich allein gestellt. Ich sag mal, die Routen werden theorieintensiver, beta-intensiver. Du hast halt immer eine Beta zum Klettern plus eine Beta, was du wie wo legst. Die Minsky Moment ist im Prinzip eigentlich ein Fingercrack am Anfang. Perfekte Placements, ziemlich gut abzusichern, würde ich sagen. Und dann hat man eigentlich schon den ersten Boulder, der ziemlich schwer ist. Alle. Boah! Au! Jetzt. Nach dem Crack hat man einen richtig guten Rest. Ja, und genau nach dem Raster habe ich da dann die Nuss gelegt und da war dann echt nochmal ein relativ schwerer Boulder. 6 bis 8 Züge, die ein bisschen pumpig sind. Und das war dann schon ein bisschen ein spannendes Gefühl, wenn man da gerastet hat, dann war man so, ja, jetzt muss ich losklettern und ich muss die Stelle klettern und sonst fliege ich da halt schon ein gutes Stück in die Nuss rein. Aber zum Glück hat die Nuss gut gehalten und das war eigentlich alles gut. Die Nuss, hip. Golden Nut. Und was auch interessant ist, ist halt, man legt jeden Friend selber. Eben wenn eingebaute Routen sind, da sind zwar die paar Hackel, die was man weiß, die sind gut, aber bei den Friends, die legt man selber und man weiß bei jeder einzelnen Sicherung, wie gut der ist. Come on. Hi, Luis. Ah, der geht schon. Come on. Okay. Geil.
Also die Minsky ist mir eigentlich ganz gut reingelaufen mit den zwei Boulderstellen und dem Raster dazwischen. Aber das Secret hat es schon ganz anders ausgeschaut. Fuck, Moritz, ich kann nicht mehr! Fuck, ich bin so blau. Ich komm rein. Mann! Wo ist das Problem? Ausdauer habe ich keine. Ja, also ich als alter Boulderer chill eigentlich schon lieber ein bisschen am Fels, einfach ein bisschen Einzelzüge probieren. Und dann habe ich mir irgendwann eingeredet, ich bin voller Sportkletterer und voll gut am Seil und möchte eigentlich Seil klettern. Ja, Piburger See ist halt eigentlich die absurdeste Location, wo wir gefilmt haben, weil der obere Sektor, wo die Seatrade ist, ist einfach so ein Felsband, wo es drunter runter geht zum Wald. Und die Wand ist halt auch richtig cool, weil sie einfach steil ist und richtig exponiert. Und dann kletterst du auch noch von diesem Felsband einfach so eine richtig steile Route weg, was natürlich schon nochmal einen mentalen Faktor hinzufügt. Also das schaut schon schwerer aus als die anderen beiden. Auf jeden Fall exponiert. Wenn es nur perfekte Handjams sind. Von links und rechts müssen steigen. Schön steiler. Geil! Let's go! Joni, ready? In der Seatrade hat man am Anfang leichtere Weitezüge, an denen man bis zur Boulderstelle klettert. Und dann kommt man eigentlich erst im oberen Teil zur Risskletterei, der dann bis zum Top führt. Wir waren dann schon ein bisschen beeindruckt nach der ersten Session, dass es trotzdem schwerer ist, wie wir erwartet haben. Der erste Versuch war wieder mal brutal reingeschüchtert, aber schon gut exposed. Aber Hoffnung. Hoffnung ist da. Nein, ich glaube, es geht auf jeden Fall. Es ist ein fetter Whipper. Ja, der Luis hat eigentlich beim ersten Mal auschecken eine relativ gute Lösung für den Bowler gefunden und die dann eigentlich von Anfang an mit der Beta gearbeitet haben. Ja, an der Bowlerstelle hat man rechts noch einen relativ guten Seitgriff und hat dann links so eine kleine Zwischengriffleiste, die man irgendwie so einsortieren muss und dann macht man seinen weiten Zug in seinen Fingerslot ein, der dann eigentlich relativ gut hebt, wenn man ihn erwischt. Und von da muss man dann nochmal umsteigen und dann rechts aus auf so einen Schultergriff. Und dann kann man eigentlich nochmal ein bisschen aufsteigen und dann in den Slot, wo man vorher drin war, eine Nuss einlegen. Für ihn hat sich das dann bei der nächsten Session nicht mehr so gut umgefühlt und er hat dann andere Lösungen probiert zu finden und hat dann auch was anderes gefunden, das ich glaube richtig schwer war. Ja, und ich hatte eben auch so komische Beete, so eine Kackleiste auf Schulter pinchen. Und dann aber so in den Crack rein und dann weiter und war dann halt schon immer komplett pumpt. Da war dieser eine scheiß schwarze Friend, der nie gehalten hat. Das heißt, ich wusste, jedes Mal, wenn ich diesen Zug probiere und nicht schaffe, reiße ich diesen kack Friend raus. Und da hat sich der Kopf dann auch ein bisschen mitgespielt. Patrick ist begeistert vom Sturz.
Luis hat entschieden, den schwarzen Friend jetzt wegzulassen. Ich lasse den jetzt weg, den guten. 3 Stürze, 3-mal gepoppt. Aber jetzt mit einem Friend weniger. Ein Friend weniger. Viel weniger Gewicht über die Boulderstelle. 400 Gramm weniger ist easy jetzt. Ich spüre meine Finger nicht. Ja. Boah, mir ist schlecht. Ja, also, das ist schon manchmal ziemlich out of my comfort zone, würde ich sagen. Nächstes Mal. Oder übernächstes. Oder überübernächstes. Aber kriegst du ein falsches Bild von mir, weil eigentlich bin ich ein sehr ausgeglichener Mensch. Ich schreie nicht so viel rum. Es tut mir ein bisschen leid, aber es kommt gut im Film. Also ich war eigentlich allem schon mehr am Saal unterwegs und gehe voll gern Alpin klettern im Sommer. Zeigen wir immer Opa Lachkin. An die Anzahl von Friends sieht man, dass es nicht ganz leicht ist. Moritz checkt immer schön die Beete aus, die Placements, kann gut rasten und sich durchpumpen. Durch das, dass meine Ausdauer ein bisschen besser ist für meinen Boulderstrom, war es für mich eigentlich relativ klar, dass ich eigentlich im Boulder klettern muss und wenn ich dort drüber komme, dass ich dann relativ gute Chancen habe. Oben haben wir das dann relativ gut umgeschaut und haben schon gedacht, okay, ich glaube, das soll schon gut hinhauen. Dann eigentlich relativ gute Beta gehabt, um da durchzukommen.
Leute! Hey! Juhu! Wow! Geil! Mal halt gefunden! Sick! Yes! Danke! Super! Ich bin übergegangen, wenn du trotzdem nicht richtig kannst. Ja, also wie der Moritz durchgestiegen ist, habe ich mich schon richtig gefreut für ihn. Ich glaube sogar fast mehr als er. War einfach geil zum Zuschauen, wie er darauf spaziert ist am Ende, wie locker es ausgeschaut hat und wie schnell er das dann auch eigentlich abgehakt hat. Aber gleichzeitig ist auch so der mentale Druck, den ich mir selber gemacht habe, ziemlich angestiegen, weil ich halt wusste, ich will es eigentlich auch noch die Saison machen. Es kommt der Winter, es kommt der Schnee, es wird kalt. Und da habe ich dann langsam ein bisschen den Spaß dran verloren und demnach habe ich dann ein bisschen Abstand gebraucht von dem Ganzen und ich hatte da eh so eine Idee, was ich bei uns im Dachboden machen wollte. Luis, musst jetzt senden. Ich will gar nicht senden. Ich habe mich schon echt geplagt mit, ich kletter generell nicht gerne im Kalten, aber irgendwie da, dann das Mentale dazu, ist eine steile Linie lang, überhaupt nicht mein Style, einfach pumpig, habe ich mich schon echt überwinden müssen, da durchzuziehen. Ja, und der Moritz hat mir schon immer so ein bisschen unterschwellig gesagt, probier doch nochmal die andere Beta, das ist schon viel leichter. Und das hat mir dann auch viel neue Motivation gegeben, das Ganze nochmal anzugehen und abzuschließen, diese Saison. Also es ist kalt, sehr kalt, und ich muss jetzt durchsteigen probieren. Ja.
Ich weiß nur, in der Seedread habe ich irgendwann begonnen, ein bisschen Selbstgespräche zu führen. Ich immer am Raster gehangen und war schon über der Boulderstelle, und wo es halt pumpig war. Und ich weiß, ich kann die Züge, aber ich habe einfach keine Ausdauer. Und dann hänge ich so am Raster und so, okay, Luis, du kannst das. Du kannst das, du machst das jetzt. Du kannst das, du machst das. Untergriff. Ja. So die Nähmaschine gekriegt links. Ich war nur so, scheiße. Oh, fuck. Wenn ich den ganzen Prozess gesehen habe, wie er da gekämpft hat und wie er sich schwer getan hat. Und ich glaube, dass ich noch nie so eine Freude für jemand anders gehabt habe, der eine Route durchgestiegen ist, wie beim Luis, wenn er die oben in Stand eingehängt hat. Das hat mich einfach so gefreut, das zu sehen, dass das so unerwartet dann so gut geklappt hat. Ja, das war echt cool. Nachdem ich in der Seedread doch länger gebraucht habe, war die Saison dann schneller vorbei, als wir gedacht haben, und es wurde ziemlich schnell ziemlich kalt. Yo, Boys! Dann auch die Bergschuhe im Start. Die fucking Lawinenschaufel mit. Okay. Also ich bin gerade eher pessimistisch, muss ich sagen. Ich sehe nicht ganz, dass das irgendwie trocken ist. Solange es kalt gibt, solange es Minusgrad hat, dreht es. Als ich den ganzen Schnee gesehen habe, habe ich eigentlich echt nicht geglaubt, dass die Route noch trocken ist. Aber die Jungs waren top motiviert, noch hinzufahren. Top Conditions. Ja, top motiviert. Auf geht's. Fuck. It's deep. Scheiße, Mann. Oh, wo war der Weg? Oh, geil. Auf jeden Fall. Schaut recht trocken aus alles. Okay. Schnick, schnapp, schnuck. Durchstartet. Gut. Dann haben wir Captain Lila Totem links. Dann brauchen wir noch einen grünen links. Thank you.
Fuck! Interaktion zwischen den Sicherungsgeräten und dem Fels, wenn man einen schönen Riss hat, dann legt man den Friend ein und der passt perfekt ein und das stimmt einfach alles zusammen das, und man weiß, das ist sicher und das hebt und ja, das ist einfach richtig cool. Ja. Die schlechten Jams fühlen sich um wie Bomben. Okay. Ja. Ja, mit Moritz klettern war schon echt cool, weil wir eigentlich sehr gegensätzliche Kletterer sind. Wir haben uns echt gut ergänzt in unseren unterschiedlichen Kletterstilen. Es war immer super lustig, super chillig, hat allround sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir ein paar von den wenigen Risskletterrouten in Tirol umgekehrt klettern. Und bin mir sicher, dass wir einiges an Erfahrungen da oben gekannt mitnehmen. Geiler Sturz, hey. Hat das. Geil. Kamera läuft. Ja, nix gesehen. Okay, jetzt sieht's aus. Ja. 1, 2, 3. Und danach kommt man eigentlich erst in den Teil, wo der Riss bis zum Topf führt. Na, so ein Scheiß. Weiß ich,